Die neueste Errungenschaft, Jaguar S-Type, Baujahr 2001, V6, 3 Liter Benzin. Ich weiß noch nicht, ob es eine gute Errungenschaft war. 1,6 Tonnen, richtig schwer, aber großes Differential hinten, ein Ford 8.0 Differential. Das ist schon mit 8 Zoll richtig groß, geschalten, auch relativ selten das zu finden. 240 PS sollte das Ding haben. Bei uns ist eigentlich üblich, bevor wir eigentlich irgendwas machen auf ein Auto, geht es rüber zu Track nach Grimbach, antesten, schauen, probieren, funktioniert das überhaupt? Im Endeffekt ganz nach dem Motto, gibt es nichts her oder geht's quer? Sodala, wir sind wieder im wunderschönen Base Racing Center in der Steiermark und ganz nach dem Motto wird getestet, gibt es nichts her oder geht's quer? Geht quer für meinen Geschmack. Warm ist er auch geworden. Wunderbar. Dann schauen wir mal raus auf die Track, ob das draußen auch so geht. So, das hat ganz gut funktioniert. Aus dem Grund Fly-Off anwesend. Und jetzt probieren wir das Ganze mal auf Trocken. Jetzt wieder richtig in die Knie gehen. Aber wir wollen es wissen. Das halt da hinten. Das riecht schon ein bisschen nach Kupplung. Also da zweite definitiv viel zu lang. Wild am Klatsch kicken. Jetzt müssen wir aufstellen fahren. Das war die Rückwand. Ja, es hat sich einfach gerade gestellt in der Kurve. Das kommt vor. Und den Reifenstapel haben wir schön anvisiert gehabt. Werden wir jetzt einfach mal wieder aufstellen. Der Auspuff hängt runter. So. Ja, das war einfach. Man muss sagen, Speed, gerade gestellt in der Kurve, der Klassiker. Und die Fly-Off hat nicht mehr gezogen. Einfach viel zu wenig Biss hinten. Aber gehört dazu, werden wir wieder fliegen. Nehmen wir mit. Ja, so habe ich ihn aber nicht gekauft mit so viel Rost, muss ich sagen.
Resümee. Also kurz zusammengefasst, der Jaguar S-Type, ein richtig müder Krapfen. Erster Gang geht zwar noch so halbwegs, aber der zweite Gang, ein müder Krapfen. Halt auf Komfort ausgelegt. Wie das Ganze im Nassen funktioniert, das werden wir uns dann noch anschauen. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz über diese Kiste drüber. Alles. Das ist gut.